Hi Leute, hier ist mal wieder Busfahrer Storm LP. Ja, wir sind hier wieder bei der SBG Storm Busgesellschaft und wir laden einfach mal die Firma. Ja, heute geht es für uns wieder ans Busfahren. Und ja, mal gucken. Meistens baue ich ja mehr Unfälle, meistens muss ich mehr Geld für Unfälle ausgeben, als ich von den Fahrgästen kassiere, aber naja, heute versuche ich mal so gut wie es geht, ohne Unfälle auszukommen. Das wäre sehr gut. So. Wir fahren einfach mal diese Strecke. Ja, nicht erstellen. Abbrechen. 11. Fahren. Wir fahren mal mit dem Mercedes Citaro. Fahren. Let's go. Morgen oder heute kommt vielleicht noch eine Folge Xerno, ja? Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und jetzt gleich geht's los. Let's go! Hier so ein schöner grüner Mercedes Citaro. So, erstmal natürlich hier die Türen auf. So. Führerschein bedrehen. So, Licht an. So. 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 So, jetzt noch den Motor anschmeißen. Okay, Bremse deaktivieren. Und los geht die Fahrt. Also es ist ja immer noch ein bisschen langsam. Tempomat rein. Und let's go. Wow. Wow. Der ist aber auch nicht ganz leicht zu lenken. Dieser Mercedes Citaro. Das geht auch gleich schon hier links. Bremsen. Ups, ich habe den Motor ausgeschaltet, abgewürgt. Jetzt geht's um die Kurve. Immerhin nicht in der Kurve einen Unfall gebaut, das ist gut. Das passiert nämlich sonst immer. Gib mal ein bisschen Gas.
Kann man über den Tempomat rausnehmen, damit er ein bisschen schneller fährt, oder? Ja, aber dann ist das Risiko, dass ich geblitzt werde, das möchte ich nicht. Ich glaube, das wird wieder so eine XXL-Folge. Schätze ich, weil das noch so lange gedauert. Weil jetzt erst 5 Minuten und wir waren noch nicht mal bei einer Bushaltestelle. Also Fortnite würde ich erstmal nicht in Videos machen. Wenn ich es bringen würde, dann nur als Livestream. Also. Grün. Blinken. Am besten bremsen. So. Das läuft ja perfekt. Keinen einzigen Unfall gebaut. Wie geht es euch so? Hattet ihr ein schönes Wochenende? Schreibt es mir in die Kommentare. So, auf dem Navi sieht man, da hinten ist irgendwie ein Einkaufsmarkt hier rechts. Aber da wollen wir nicht hin. Da vorne sieht man auch schon die erste Haltestelle. Bremsen. So, perfekt. So, ich hoffe, gleich wird's grün. Ich höre so ein Blaulicht, genau, wollte ich gerade sagen. Die Polizei ist am Start. Hallo. So. Ich habe bisher noch nie die Konkurrenz gesehen. Und wenn ich sie sehen würde, würde ich sie rammen. Darum lieber zwar was bezahlen. Ich bin immer gegen Konkurrenz. Nein, eigentlich nicht. Aber man wird denn endlich hier grün. Das ist ja nicht normal. Wann wird es endlich grün? Nicht, wäre es doch nie so lange grün für die anderen. Und auch nie so lange rot für uns. Also. Mercedes Citaro ist, glaube ich, eine sehr beliebte Marke für Busse. Und ja. Oh, endlich. 3, 2, 1, grün. Der vor mir ist ein armer Schleicher. Ja, du fährst aber nicht sonderlich schnell, Freundchen. Na, jetzt gibt er Gas. Jetzt gibt er Gas. So, let's go. So. 1 Einzelfahrt für Senioren, bitteschön. Das kostet 1,40, das weiß ich schon. Er gibt 5, das kostet 60, 2, 3,60. Danke. Vielen Dank. So. Niemand möchte mehr mitgehen. Ah.
Hey. Ich möchte ich. Ey, ich komme immer da drauf. Warte. Ich muss jetzt erstmal machen, Führerstand verlassen. Dann Führerstand betreten. Ey, ich komme immer da drauf. Ja, endlich. Doch, let's go. Wow. Das Ziel dieser Folge ist, keinen Unfall zu bauen. Das Ziel wird sicher scheitern. Also kein Geld für einen Unfall auszugeben. Können Sie bitte die Temperatur senken? Ich bekomme einen Schweißausbruch. Ja, ja. So. Und jetzt endlich grün. Es wird nie grün, wenn ich da bin. Es ist immer rot. Aber das ist auch schon rot. Ich wette 3, 2, 1, gleich wird's gelb. Ja, 3, 2, 1, grün. Oh, ein bisschen verspätet. Let's go. Oh, ich wollte nicht bringen. Ich wollte eigentlich Gas geben. Da will wer raus. Okay. Bremsen, damit ich auch nichts ramme. Jetzt schön um die Kurve. So gehört sich das für einen Busfahrer. So. Jetzt hier links geht zur St. Martinstraße. Oder St. Andreas, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es war St. Andreas. St. Martin ist ja in dem anderen District, also dem, wo wir losgefahren sind. Das hier ist ja der Residential District und der andere war, keine Ahnung, was für ein District. Na, ich fahre aus Versehen ein bisschen vor. Was stört ja keinen. So. St. Andreas Kirche. Linker Bonus. Muss ich mir merken. Ja, perfekt eingeparkt. Aber immerhin kriegt man dafür keine Geldstrafe. Das war nämlich übel. Guten Tag, eine normale Einzelfahrt. Bitte. Eine normale Einzelfahrt. 2,20, dann gibt sie 5, dann brauche ich 2,80 und was. Fertig. Okay, es kommt kein Mensch. Oh, ne, nicht das schon wieder. Nö. So, endlich. So. Geradeaus. Eigentlich beachte ich die Vorfahrtsschilder nicht. Nächster Halt. Der wird aber eigentlich ordentlich schnell. Hier müssen wir so einen Bogen machen. So, links abbiegen. Hier darf man nur so lahm fahren. Dann wieder links.
Also bisher läuft das mit keinen Unfällen ganz gut. Es ist auch noch diese Haltestelle und dann die nächste. So, wir haben nicht Vorfahrt, wir fahren trotzdem. Es kommt ja von rechts kommt ja keiner. Und von links kommt ja auch keiner. Fünfeinhalb Minuten haben wir noch Zeit für bis zur nächsten Bushaltestelle. Oben links seht ihr das. Und was? Nein, ich habe einen Autounfall gebaut. Okay, unser Ziel haben wir nicht erreicht. Egal. Ein Autounfall ist wenig für uns. Ich glaube, es gab mal eine Runde, die ich gefahren bin. Da hatte ich irgendwie mehr als 6 Autounfälle. Jetzt muss ich ja einfach nur geradeaus fahren, das ist eigentlich leicht. Auf jeden Fall möchte ich da bei der nächsten wer aussteigen, das seht ihr hier. Und ja. So, wenn das da unten gelb leuchtet. Also nicht das ganz links, sondern das in der Mitte. Das ganz links ist die Beleuchtung. Wie gesagt, das Spiel könnt ihr euch kaufen und dann auf Steam herunterladen. Und installieren. Ordentlich um die Kurve. In diesen Einbahnstraßen darf man nur so langsam fahren. Das ist doof. Ich bin vorher noch nie mit Mercedes-Benz Citaro gefahren. Also ist das eine Premiere für mich. Ich glaube, jetzt kommt keiner. Sehr. Oh, ich muss ja hier links. Das ist ja auch schon die vorletzte Haltestelle. So elegant. So. Hä? Okay. Neue Straße. Hä? Warte. Ja, doch, ist alles gut, ne? Ja. Kommt noch wer? Wollt ihr auch mitfahren? Warte. Wie spät ist es? Ich weiß es nicht, aber wir liegen gut in der Zeit. Keine Angst. Kommen die jetzt? Ich möchte Mama nicht schon wieder verärgern, wenn wir zu spät dran sind. Will er nur ran oder nicht? Okay, dann nehme ich ihn nicht mit. Ciao. Wir sind nie zu spät. Sie ist nur immer zu früh dran. Ey, was denn? Du kommst auch noch mit, mein Freund. Kommt der jetzt oder nicht? Okay, wenn er nicht mit möchte, dann kommt er halt eben nicht mit.
Das ist gerade ein bisschen schwierig. Hier rauszufahren war eben ein bisschen schwierig. Ich muss auch noch links. Wieder vor mir, aber hier gibt es zum Glück zwei Spuren. Ja, wenn der nicht reingegangen ist, dann kann ich doch nichts dafür, dass der nicht mitkommt. Konzerthalle, Graben. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Und da wird es gleich grün. Dieser Bus fährt ordentlich schnell hier. Das ist, glaube ich, auch die Hauptstraße. War dafür? Warte, ich muss mal hier eben hier. Perfekt. Jetzt müssen wir noch diese Straße hier geradeaus lang fahren. Und dann sind wir fertig. Aber der Bus ist richtig cool. Nächstes Mal spiele ich auch mit dem. Hier darf man 50 fahren, aber ich glaube, wir fahren ein bisschen schneller. Diese Teile da rechts neben dem 50-Fahren-Schild, die sind so doof, weil man kann die nicht umfahren. Also glaube ich zumindest, da ist ein Blitzer, aber kriegt man es nicht. Ha! So. Gleich sind wir da. An der Konzerthalle Graben. Es kam noch nicht, dass... bitte vergewissern Sie sich, oder kam ja schon, dass Sie alle Ihre Habseligkeiten mit aus dem Bus genommen haben. Bisschen weiter vorne noch und zack. Perfekt. Sehr schön. Perfektes Timing. Also kennt man es doch von mir. Also das Timing ist bei mir immer gut. Nur manchmal die Halteposition nicht und die Unfälle sind auch nicht gut. So. So, Eingabe. Fertig. So, das war's von der Folge. Lasst eine positive Bewertung da und ciao. Leute, na, hier seht ihr, wie viel Minus ich habe. Aber ich bin schon fast Stufe... Ich bin Stufe 7. Krass. Okay, dann. Ciao, Leute!